Ja, alles zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil Zero. Und genau, liebe Leute, wir waren beim letzten Mal weiter hier auf Erkundungstour durch die Ausbildungsstätte von Umbrella. Uns geht's nach wie vor nicht so gut. Wir sind beide auf Orange, haben aber allerdings ein Heilungsspray, was ich allerdings erst nutzen möchte, wenn wir wirklich auf Rot sind. Und genau, wir haben den Uhrenzeiger beim letzten Mal eingesetzt, das heißt, wir können Türen erkunden weiter, beziehungsweise wir sind schon in, haben auch die Rittertüren geöffnet, genau. Und können jetzt hier im Raum gegenüber weitermachen. Wir haben eine grüne Chemikalie gefunden. Das ist quasi einmal Gegengift für Rebecca. Und wir haben hier zwei blaue Kräuter liegen, die ich allerdings noch liegen lassen werde. Einfach aus dem Grund, weil ich Platz brauche. Weil ich einfach Platz brauche. Und ja, dann würde ich sagen, erkunden wir einfach mal weiter hier den Bereich. Gucken wir mal, was hier in dieser neuen Tür ist. Munition. Das freut mich immer. Allerdings bräuchte ich im Moment eher Heilung als Buddy. Da ist noch mehr Buddy. Das sind Granaten, Freunde. Napalmgranaten für unseren Granatenwerfer. Hier ist eine Art Gemälde, aber vor lauter Staub erkennen sie nicht, was es ist. Ein großer Globus. Er scheint ziemlich kaputt zu sein. Ja, das auf dem Tisch, da sind Farbbänder. Okay, das gucke ich mir gleich an. Das scheint wieder ein Rätsel zu sein hier. Können wir nicht tragen. Verdammt. Immer dieses Item-Management hier. Okay. Die Granaten können wir bitte zu Rebecca, bitte alle. Genau. Und die Farbbänder kann ja Rebecca nehmen, die kann man ja stacken. Rebecca nimmt die Farbbänder. Genau. Sehr schön. Gut. Und dann gehen wir wieder mit Bill. Stopp. Wartet mal. Was ist denn das hier? I'll check it out. Okay. Lass mich mal alleine laufen. Es ist irgendwie. Es sieht interessant aus, auf jeden Fall. Durchs Fenster sehen Sie einen riesigen See. Oh, schön. Schöner Ausblick hier. Ach, guck mal. Okay. Da ist ein Schachspiel. Ein Schachspiel. Die Partie endete anscheinend schachmatt. Ah, und wir müssen das jetzt nachbauen, oder was? Das ist tatsächlich ein Schieberätsel. Aber Moment, das stimmt doch schon. Nee, das stimmt nicht. Die beiden Türme, der Bauer und der schwarze König, die stimmen schon. Oder da muss nur der weiße König verschoben werden, oder? Ja, nach rechts um die Ecke. Ein Feld nach rechts. Okay. Dann mache ich das doch so, dass wir dann hier diesen König hier verschieben nach ganz hier unten. Genau. Ja, weil ziehen kann man bei Resident Evil immer noch nicht. Das ist total bescheuert. Aber es ist so. Es ist so. Man kann nicht ziehen. Das ist irgendwie total bescheuert. Das ist aber Resident Evil logisch. Also von daher passt das dann wieder. Und genau, und da oben hin in die Ecke und da tut sich doch schon was. Oh, Evil steht da. Ja, alles klar. Dann Billy, geh doch mal gucken, was es damit auf sich hat. Es ist ein Buch in dem Schreibtisch hier versteckt. Ja, ein böses Buch. Buch des Bösen, ja. Da kommen irgendwie. Moment, hier ist noch etwas. Ah, Markus Tagebuch 1. Das ist also der Chef hier des Ganzen. 4. Dezember. Geschafft. Das neue Virus. Oh mein Gott. Wir haben es Progenitor genannt. Am liebsten würde ich sofort detaillierte Untersuchungen anstellen. 23. März. Spencer möchte ein Unternehmen gründen. Mir soll es egal sein, solange ich meine Progenitorarbeit machen, fortsetzen kann. Spencer, okay. Er kann tun, was er will.
19. August. Spencer bittet mich ständig, die Ausbildungsstätte seines neuen Unternehmens zu leiten. Also Umbrella. Okay. Also Spencer gehört Umbrella, scheinbar. Also doch nicht dem, Marcus. Interessant. Vielleicht ist es wegen des Unternehmens, doch er wird immer aufdringlicher. Könnte ich das Ganze zu meinem Vorteil nutzen? Um alle Geheimnisse des Virus zu erforschen, brauche ich eine besondere Anlage. Einen Ort, an dem ich ungestört bin. 30. November. Ganz schöner Zeitraum, der hier vergeht. Zur Hölle mit Spencer. Heute hat er sich wieder mal bei mir beschwert. Er hält Progenitor nur für ein Mittel zur Geldbeschaffung. Was für ein Narr. Okay. Sollte sein Einfluss größer werden, wird meine Arbeit darunter leiden. Um Progenitor richtig entwickeln zu können, muss ich meine eigene Position stärken. 19. September. Schon wieder ein paar Monate her. Schon wieder ein paar Monate später. Endlich. Es ist mir gelungen, auf der Basis von Progenitor ein neues Virus zu schaffen. Das Geheimnis liegt in der Kombination mit Egel-DNA. Okay, jetzt kommen wir der Sache auf der Spur, warum überall so ekelhafte Blutegel sind. Okay, ich nenne dieses neue Virus T für Tyrann. Okay, jetzt wissen wir auch, wo der T-Virus herkommt. Aus Resident Evil 1. Alles klar. 23. Oktober. So geht's nicht weiter. Experimente mit Ratten bringen einfach keine wirklichen Erfolge. Die einzigen geeigneten Säugetiere für meine Experimente sind Menschen. Sonst werde ich niemals Fortschritte machen. Ziemlich makaber hier, ey. 15. November. Jemand scheint meinen Experimenten auf die Spur gekommen zu sein. Oder bilde ich mir das nur ein? Nun, sollte jemand zu nahe kommen, könnte diese Person bei meiner Forschung helfen. Nett. 13. Januar. Endlich sind sie reif, meine wunderbaren Egel. All diese Minderbemittelten werden niemals ein solches Glücksgefühl und solche Zufriedenheit verspüren. Jetzt kann ich endlich gegen Spencer vorgehen. Bald habe ich das Sagen. Oh mein Gott. Der ist geisteskrank, der Typ. 31. Januar. Den Sicherheitsgeräten zufolge gab es einen Eindringling. Anscheinend hat jemand nach T und meinen Egeln gesucht. Narr. Zweifellos die Arbeit von Spencers Team. Ja, Wesker und Konsorten, ne? 11. Februar. Heute fand ich am Laboreingang erneut Hinweise auf Eindringlinge. Wenn sie hinter dem Virus her sind, muss ich sie irgendwie loswerden. Vielleicht sollte ich William und Albert bitten, das Übel auszuräuchern. Okay, also doch nicht Wesker und Konsorten, okay. Sie sind... Ah, Stars? Könnte Stars sein, ne? Sie sind die einzigen, denen ich vertraue. Und meinen geliebten Igel natürlich. Junge, was hast du mit deinen Igeln? Aber Spencer... Das Problem wäre damit nicht gelöst, oder? In der nächsten Besprechung werde ich Tee präsentieren und meine Belohnung einfordern. Mein Gott, ist der Typ eklig. Also wirklich. So, Rebecca ist auch hier in dem Raum. Komm mal bitte wieder hier hin. So, aber bitte nichts hier verschieben, weil ich möchte nicht, dass hier irgendwas passiert. Okay. Alles klar. Können wir hier bei dem Dings was machen? Nee. Okay, schade. Gut, also auf jeden Fall, ja. Ziemlich ekelhafter Typ. Möchte ich nicht begegnen, wenn ich im privaten Leben rumlaufe. Aber wir haben ja ein Buch bekommen. Das gucken wir uns jetzt mal an. Untersuchen. Auf dem elegant eingelegenen Buch steht Böse. Ganz schön schwer für ein Buch, dieser dicke. Kannst du es aufmachen? Ah. Das Buch öffnen. Ah, guckt mal, was uns da entgegenstrahlt. Da ist was drin. Der schwarze Flügel. Und das Buch hat er direkt weggeschmissen. Ein schwarzer Stein in Form eines Flügels. Sieht aus, als gehörte er zu einem Paar. Ja, ich weiß, wofür der ist. Den können wir auch direkt kombinieren damit. In der Haupthalle.
Aber das ist gerade ziemlich weit weg, oder? Naja, nee, nicht wirklich. Können wir einfach hinlaufen. Ich hoffe, dass jetzt nichts passiert. Weil wir sind ja in der Story weitergekommen. Und da könnte jetzt wieder jeden Moment was um die Ecke kommen. Und naja, da habe ich keinen Bock drauf. So, in der Haupthalle können wir das machen, weil da haben wir ja noch die Statuen, die wir ins Gleichgewicht bringen müssen. Und da würde ich sagen, es sollte direkt hier vor sein. Ha, ganz genau. Aber das wird uns nichts bringen. Nimm das mal bitte. Ja, seht ihr das? Von dem Blinken fehlt nämlich noch ein Flügel. Können sie... Oh, können sie nicht tragen. Jetzt geht das wieder los. Rebecca hat den Buß. So. Statue entfernen. Können wir auch nicht. Ach. Ja, jetzt geht's los mit dem Item-Management, ne? Ja, dann würde ich aber vorschlagen, sollen wir den Granatenwerfer wirklich ablegen? Wartet mal. Billy, bleib mal hier, bitte. Okay. Bleib mal hier. Ich leg mal die Granaten unten mit ab. Ich würde sagen, wir machen jetzt hier in der Haupthalle machen wir einen Item-Sammelpunkt. Das ist doch gar nicht mal so verkehrt, oder? Wenn wir jetzt hier einfach einen Sammelpunkt machen. Für unsere Items, die wir nicht brauchen. Also das hier können wir ablegen. Das hier können wir auch ablegen. Die Farbbänder können wir eigentlich auch ablegen. So, um da mal ein bisschen zu entschlacken hier. So, und der Rest passt eigentlich. Genau. Da liegen jetzt unsere Items rum. Ja, was soll ich machen? Ich brauche halt irgendeinen Anhaltspunkt für meine Items. So, aber das heißt, wir können jetzt hier dieses Ding aufnehmen. Diese Statue. Statue entfernen. Links, genau. So, schwarze Statue. Und da können wir die schwarze Statue jetzt austauschen. Jetzt können wir es komplettieren. So, kompliziere damit. So. Dann haben wir hier eine komplette Statue. Eine Statue in Form eines Dämons. Okay. Pack die da drauf. Nein. Stopp. Verwenden. So. Aber das ist jetzt ein krasses Ungleichgewicht, wie ihr seht. Let's go. Also eigentlich, da fehlt noch einiges. Da fehlen doch zwei Flügel für den Weißen. Die Frage ist, wo machen wir jetzt weiter? Wir können ja mal rausgehen, tatsächlich. Da habe ich zwar Respekt vor, aber warum nicht? Einfach mal rausgehen. Ach, guck mal, da ist ein Umbrella-Zeichen sogar auf dem Boden hier. Cool. Moment mal, mir kommt eine Idee. Ist hier vielleicht was drin? Ein im abendländischen Stil verzierter Keramiktopf. Scheint keine besonderen Merkmale zu haben. Ja, vielleicht auf der anderen Seite? Dass da vielleicht im Keramiktopf was drin ist? Nee, das war da nur in Resident Evil 2. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir mal nach draußen. Oh Gott, bitte keine Zombiehunde, bitte keine Zombiehunde. Ich schieße. Nein, hier ist nichts. Okay, wir sind draußen, Freunde. Aber hier kann man auch nicht wirklich viel machen. Haben wir hier denn wenigstens jetzt eine... Mal ein paar Kräuter oder so? Ein stabiles Drahtgitter. Trotz seines Alters ist es gut in Schuss. Authorized Personnel only, ja. Also nur für wichtige Leute. Ist auch nochmal sowas. Ah, was ist das denn hier? Keine Reaktion. Die Stromzufuhr scheint unterbrochen. Ah, wir brauchen da eine Batterie oder so. Stabiles Drahtgitter. Okay. Das heißt, wir können jetzt noch hier in den anderen... Was ist das denn hier? Ist das für ein Aufzug? Oder was? Nee. Okay. Was ist denn da oben? Guckt mal.
Da ist etwas, aber von hier aus erreichen sie es nicht. Was ist denn das? Das sieht ziemlich wichtig aus. Ja, sonst ist hier gar nichts. Die Brücke ist in der Mitte zusammengebrochen. Jenseits des Abgrunds ist es stockfinster. Keine Kräuter? Och Mensch, das ist ja wohl jetzt nicht wahr. Wartet mal. Rebecca, hol mal bitte diesen Greifhaken. Vielleicht kannst du ja mit dem Greifhaken da irgendwas machen. Das wär's doch. Das probiere ich jetzt mal. Wo sind unsere Items? Da. Okay, und da ganz hinten der Greifhaken. Jetzt nimm bitte den Greifhaken. Nein, nicht das Fahrband. Verdammt. Ja, das Item aufsammeln hier, das ist immer ein bisschen schwierig. So. Genau, den Greifhaken. Vielleicht können wir ja da hoch. Ich hoffe, dass das klappt. Wenn nicht, dann müssen wir da später nochmal vorbei. Ich möchte das haben, was auch immer da oben liegt. So, können wir jetzt hier was machen? Kannst du das benutzen? Verdammt! Okay, das geht nicht. Schade. Na gut. Da müssen wir irgendwie anders hin. Da dran kommen. Interessant. Jetzt habe ich Billy vergessen. Sorry, Leute. Billy? Kommst du gleich wieder mit rein, ja? Leg das bitte wieder hier ab. Dann brauchen wir den Greifhaken nicht. Ablegen. So. Und dann bitte Billy. Du kommst bitte mit hier rein. So. Gut, dann haben wir ja noch eine Rittertür. Und mir fällt gerade noch mal was ein. Mir fällt gerade noch was ein, Freunde. In diesem einen Raum. Mit der Kerze. Beziehungsweise da, wo wir in der letzten Folge die Karte gefunden haben von dem Bereich hier. Ich glaube, dass da noch was gehen könnte. Weil da waren noch so viele Kerzen drinnen, ne? Das gucke ich jetzt mal. So. Aber Moment. Ich würde gerne erstmal speichern. Wir haben schon voll lange nicht mehr gespeichert, aber... Lass uns das erstmal machen. Machen wir erstmal das und dann werde ich speichern. Boah, wenn wir jetzt sterben, ne, das wäre richtig übel. Da müsste ich nämlich 50 Minuten nachspielen oder so. Wehe, hier kommt jetzt was. Das wäre übel, ey. Okay. Gut. Hier in diesem Raum, Freunde, weil wir haben ja ein Feuer. Was ist das für ein Geräusch? Ach genau, hier stand ja dieser alte PC, den habt ihr auch schon gemerkt. Dieser Computer wurde erst kürzlich benutzt. Dieser Oldschool-PC hier. Ah ja, den habe ich zum letzten Mal total übersehen gehabt. Da wäre eine Erinnerung an die Kindheit wach. So, was haben wir denn hier? Der alte Mann hält eine Kerze in der Hand. Dieses Licht führt sie zur wahren Wahrheit. Ach genau, und guckt mal hier. Die Kerze ist abgebrannt. Aber mit dem Feuerzeug können wir die doch anzünden. Ja, seht ihr das? Jawohl. Sehr schön. Und was jetzt? Ja klar, und wenn wir eine Kerze anzünden, geht die Tür auf. Let's split up. Okay. Rebecca, bleib bitte hier. Billy hat das Heilspray, ne? Ja, wenn da irgendwas passiert, nehme ich direkt das Heilspray. Alles klar. So, Billy, geh da rein. Bitte keine Zombies oder so. Da müssten eigentlich keine... Doch! Da sind Zombies drin! Okay. Wenn die mir zu nahe kommen... Okay, ich schieß einfach deine Pistolen, Buddy. Okay, stopp. Stopp und hier. Und Headshot.
Und hier auch nochmal ein Headshot. Oh, danke. Oh, Gott sei Dank. Nichts passiert, Freunde. Type M steht da. Guck mal. Auf dem Zombie. Okay. Biologie, Soziologie, Politikwissenschaft. Das Bücherregal enthält Werke zu verschiedenen Themen. Boah, da liegen nochmal Granaten. Also, wo die technisch können wir uns nicht beschweren. Okay, gibt's hier sonst nichts? Ach, guck mal. Ah, wir können hier hoch. Okay. Ein Stillleben eines Obstkorbs. Einige der Früchte sind verfault. Der Aktenschrank ist völlig durcheinander. Aber es scheint nichts Interessantes dabei zu sein. Da fehlt eine Kerze. Geile Bucke hier, ey, so rätselmäßig. So. Gehst du vielleicht hier? Nee, okay. Das ist doch verschiebbar, oder? Das Bild zeigt eine Gruppe von Leuten, die ein Baby umgeben. Sie haben irgendwas Bedrohliches an sich. Das sieht so ähnlich aus wie im ersten Teil, ne? An diesem Bilderrätsel. Aber komm bitte, den Schrank, den kann man doch ganz klar verschieben. Guck mal, da sind doch schon Schienen auf dem Boden. Ja! Seht ihr das? Ach krass, da ist noch so ein Buch. Ah, gut. Ach, können wir nicht tragen. Das ist jetzt... Verdammt kacke, dass wir das nicht tragen können. Wir sind auch so nah, so weit weg von einer Itemkiste, ne? Ja, da muss Rebecca mit rein. Rebecca, komm mit hier rein. Ich brauch dich. So, reicht das, wenn du jetzt da unten stehen bleibst? Können wir dann Items wechseln? Das wär's doch. So, nimm bitte die Granaten. Ja, das geht. Okay, wunderbar. Alle Granaten bitte und weiter geht's im Text. So, dann nimm das Buch des Guten. Genau. Sehr schön. Und das ist... Liegt da noch was drin? Ah, das ist gerade wieder schön gemütlich hier, ey. Richtig gemütlicher Raum, muss man außer die Zombies halt, ne? Come on. Roger. Okay, dann guck dir mal das Buch an. Untersuchen. Auf dem elegant eingebundenen Buch steht gut. Ganz schön schwer für ein Buch. Ja, okay. Das können wir wahrscheinlich auch aufmachen. Ja! Ah, und schaut mal, da ist was drin. Und wir haben die Engelsflügel. Das heißt, wir können es in der Haupthalle, die Waage ins Gleichgewicht bringen. Sehr cool. Dann würde ich sagen, machen wir das doch direkt. Aber bitte. Ich habe irgendwie Schiss, dass jetzt hier wieder was passiert. Aber hier in diesem Raum ist eigentlich nie was passiert. Oder nee, ach, jetzt kommt erstmal nochmal der Gang. Oh Gott, ich habe irgendwie Schiss. Leute, lasst mich in Ruhe. Lasst mich in Ruhe, ich will einfach nur speichern. Speichern und das Zeug in der Haupthalle einsetzen. Okay, wir sind in dem Konferenzraum, das heißt, wir sind erstmal sicher. Ah, gut. Dann können wir ja... Dann haben wir noch zwei Möglichkeiten, ne? Wir können noch eigentlich noch einmal diese andere Rittertür da oben checken. Aber wir können auch erstmal das hier einsetzen. Aber ich glaube, dafür brauchen wir noch einen Itemplatz. Ja, ja, dafür brauchen wir noch einen Platz... austauschen. Gib das mal Rebecca. Damit Billy diese Statue hier nehmen kann. Ach, diese Statue hier nehmen kann. So. Ja. Die weiße Statue, okay. Genau, und dann können wir das wieder kombinieren. Hier damit. Und dann haben wir einen wunderschönen Engel. Eine Form, eine Statue in Form eines Engels. Sehr schön. Wunderbar. Das heißt, verwenden.
Wie, das brauchen wir nicht. Hä? Auf dem Sockel steht... Ja, okay. Setz das bitte da ein. So, ich wollte schon sagen. Und wir haben ein Gleichgewicht. Eine Geheimtür. Aber die gucken wir uns beim nächsten Mal an. Weil da geht's irgendwie runter und schaut euch das an, das sieht ziemlich unheilvoll aus. Machen wir beim nächsten Mal, würde ich sagen. Ich würde gerne erstmal speichern, tatsächlich. So. Rebecca, gib mir bitte das Heilspray wieder. So. Weil ich meine, so oft werden wir doch gar nicht von den Gegnern getroffen. Ich weiß gar nicht, warum wir so wenig Heilung haben. Ach, jetzt haben wir wieder hier so ein Problem hier, das mit dem Aufnehmen. So, jetzt. Okay, wunderbar. Nein, das will ich doch gar... Die Items liegen zu nah aneinander. Billy! Das ist ein bisschen nervig mit dem Item aufnehmen hier. Jetzt hänge ich hier noch den Rest der Folge voll mit Speichern oder was. Ja, danke. So, wunderbar. Wir können speichern. Ist auch mal wieder nötig. Schreibmaschine, ja. Speicher das Zeug. Nicht, dass ich jetzt wieder hier alles nachspielen muss. So. Speicher beendet. Sehr gut. Das geht schön schnell. Billy 12, Halle. Wunderbar. Ja, okay, Freunde. Dann würde ich aber mal vorschlagen, dass wir erstmal das Fahrband nochmal ablegen. Und dann gucken wir uns erstmal, bevor wir da in den Keller reingehen, gucken wir uns erstmal den Raum da oben an. Genau, diesen Kreisraum. Da würde ich vorschlagen, ja, gucken wir uns. Stapfen wir da mal hin. Und was dann in dem Kreisraum da ist, sehen wir dann in der nächsten Folge, würde ich einfach mal vorschlagen. Oh, das war doch hier vorne direkt. Ich hoffe, jetzt sind hier nicht wieder Zombies drin. Wenn doch, dann gehe ich schnell wieder raus. Es sind auf jeden Fall Gegner. Verdammt! Lass mich bitte vor und nimm das Heilsbild. Das muss ich jetzt nutzen. Weil ich glaube, das sind diese ekelhaften Käfer und ich habe nur noch 3 Schuss. Nimm die Granatwerfer mit. Ich mache da bei denen keine Kompromisse, wirklich. Weil die sind übertrieben hässlich und eklig und stark und... So, da kommen sie doch. Genau, da. Aua! Hey! Nicht von der Seite. So. Verdammt. Und ich habe keine Munition mehr. Vielleicht kriege ich die aber so mit der Pistole kaputt. Indem ich hier in der Ecke bin. Okay. Die kriege ich mit der Pistole kaputt. Ah, danke. Dankeschön, dass ihr euch das... Das ist natürlich geil. Geil gelaufen. Ha! Das heißt, wir haben gar nicht den Granatenwerfer gebraucht. Rebecca, komm bitte wieder hoch. Rebecca kommt wieder hoch. Kopf, schaffst du es hier hoch, oder? Ja, okay. Sehr gut. Gut. Ja, ich habe das Heilungsspray verwendet. Okay, da wollte ich eigentlich noch mit warten, aber... Ich hatte halt gerechnet, dass das nerviger wird hier mit denen, aber da haben wir Glück gehabt. Haben wir ausnahmsweise mal Glück gehabt, Mensch. Okay, das heißt, du kannst aber den Granatenwerfer wieder zu Rebecca geben. Und das kannst du bitte kombinieren damit. Und wir rennen jetzt mit 10 Pistolenschuss rum. Oh Gott. So, Rebecca. Du lädst mal bitte die Munition für den Granatenwerfer nach. Das kann man doch kombinieren, oder? Ja, kann man. Sehr schön. Und Rebecca hat auch nur noch 10 Schuss. Also irgendwie sind die sehr geweiht zu mir.
Weil schaut euch dieses Menü an. Wir haben 20 Pistolenschuss und 10 Granaten. Ja, toll. Na, okay. Gut, liebe Freunde, würde ich einfach mal sagen, da wir am Folgenende angekommen sind, wie es hier hinter weitergeht, sehen wir dann beim nächsten Mal. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da, dass die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, da würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.